Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hinter Greifeck. So, wir sind stehen geblieben bei der Ernte und wollten hier dieses Feld hier gleich noch miternten. Jetzt habe ich allerdings mal auf den Wetterbericht geschaut und gesehen, dass ab 15 Uhr bis 18 Uhr vermutlich Regen kommt, so wie es ausschaut. Und ich glaube, da sollte man schauen, dass wir unser Strom und das ganze Zeug reinkriegen. Beziehungsweise weiterverarbeiten. Jetzt habe ich mir mal überlegt, nachdem ja das Strohbergung-Addon schon draußen ist, ob wir uns eventuell eine Premos leisten können. Mal schauen, was die kostet. Kostet 320.000 und wir brauchen Minimum 350 PS. Das wird schon das erste Problem werden. Ja, der Case. End. Ja, das ist immer ganz schön. Ach, auf der Brust, würde ich mal sagen. Jetzt schauen wir doch einfach mal. Was könnten wir hier nehmen? Wir brauchen irgendeinen Traktor, der die 350 PS hinkriegt. Haben wir schon am Maximum, okay. Was sagt der Axion hier? Der bringt es auch nicht. Ich glaube, das werden eher wieder Großtraktoren werden. So wie es ausschaut. Kostet dann auch gleich wieder eine Stange Geld. Der hetzt aber, der kostet schon. Gut, der ist günstiger hier. Kostet uns aber auch knapp 300.000. Ganz schön teuer die ganze Sache. Da bleibt uns jetzt wohl oder übel erstmal nichts anderes übrig, als das Ganze zu pressen, einzulagern, sobald wir das Geld haben, das Ganze dann danach in Pellets pressen zu lassen. Das Problem ist bloß, die ist auch nicht gerade günstig. Warte mal, schauen wir mal, was kosten die? Aber gut, die brauchen wir ja eigentlich nicht. Uns steht die normale reichen. 320.000. Gott, oh Gott. Sowieso schon Kredite ohne Ende. Und ich glaube auch kaum, dass wir so viel Geld noch kriegen werden. Doch, daten wir sogar. Aber jetzt die Frage, was braucht die an PS-Zahl? Das habe ich jetzt nicht geschaut. Die braucht 258 PS. Hat das überhaupt irgendeine Maschine bei uns? ...76, jawohl, der könnte das. Dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt die Presse hier zu. Die erste Presse aus dem DLC. Wir füllen auf jeden Fall manuell nach. Wir können das gute Stück unser Eigentum nennen. Und werden jetzt auch gleich noch Garnrollen kaufen. Ich denke, da wird erstmal eine Palette reichen.
Und dann werden wir mit unserem Steier, der steht wo, werden wir zum Händler fahren. Steier. Wo habe ich den versteckt? Und die Presse holen, dann werden wir gleich mal die Strohballen pressen, bevor das hier zum Regnen kommt. Oh Gott, was ist das? Nee, was ist hier passiert? Das sollte doch unser Heu sein. Okay. Es sieht meines Erachtens irgendwie nach Schnee aus und nicht nach Heu. Ja, okay. Können wir jetzt auch nicht ändern. Also können wir uns das Heu schon mal abschreiben. Vielleicht verändert sich das ja auch wieder. Mal schauen, was passiert, ob es schmilzt oder nicht. Wir bleiben wohl auch nicht verschont vor lauter solchen komischen Aktionen hier. Aber jetzt holen wir erstmal die Presse. Und dann schauen wir, dass wir das Stroh reinkriegen. Dass uns das wenigstens nicht verregnet wird. Dann fahren wir auch gleich noch zu unserem Feld G8. Da liegt ja auch noch Gras. Bevor das zerfällt, würde ich das auch noch gerne reinfahren. Ich glaube, das machen wir als allererstes. Das pressen wir als allererstes. Dass uns hier alles verschwindet. Ich hoffe, dass das kein Schnee geworden ist da hinten. Falls einer weiß, wie ich das beheben kann, dass aus dem Schnee wieder Heu wird, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Das ist jetzt selber zum allerersten Mal. Keine Ahnung, was das soll oder durch was das verursacht. Ich habe ja eigentlich nichts am Spielstand geändert. Ich habe nur das neue DLC aktualisiert. Ich weiß auch nicht, seit wann jetzt der Schnee ist. Die steht natürlich ganz gut. Die hat da gut geparkt. Ich hoffe, da kommen wir hin. Ah, die ist schon angeklemmt, okay. Dann klappen wir die Maschine gleich mal auf. Ja, eigentlich von hier draußen jetzt auch befüllen, oder? Ne, muss ich vom Traktor aus machen. Und ist drin. Dann klappen wir das Ganze wieder zu. Schon hammermäßig animiert das Ganze. Also das... Auf die Strohbergungs-Addon habe ich schon so lange gewartet. Hat mir im 17er schon super gefallen. Und freut mich umso mehr, dass es jetzt auch da ist. So, dann fahren wir jetzt gleich zu der Wiese. Pressen das gleich mal. Wenn es kein Schnee ist, wenn es Schnee ist, dann... Ja, dann lassen wir es halt liegen. Hilft ja nichts. Und wenn wir das alles drin haben, fahren wir noch die Ernte. Ein von unserem letzten Feld. Das würde ich fast erst nach dem... Regen machen, dass wir da nicht in die Bredouille kommen. So,
stehen. Oh, das schaut wenigstens noch gut aus. Es ist einfach noch Gras. Also ist es nur bei unserem gewendeten Material passiert. So. Jetzt muss ich zuklappen. Man kann es wohl aufklappen. Dachte ich mir doch. Boah, alles so richtig geil animiert. Hopp. Uha. Ich mir jetzt sagen, dass das nicht geht, oder doch. Haben wir so ein bisschen Anfahrschwierigkeiten. Aber er läuft auch schon am Limit. Schauen wir uns das Ganze doch mal von draußen an. Auch wie gut das ausschaut mit den mit dem Garn da um die Ballen. Also echter Hammer. Fällt mir richtig gut. Dann würde ich sagen, presse ich das Ganze hier. Ihr kriegt das Ganze wieder im Zeitraffer. Und wir sehen uns, wenn das Ganze hier fertig ist. Bis dann.
feelings never lie, never lie, never lie. We both know you never lie, never lie, never lie. Now you've got me mesmerized, mesmerized, mesmerized. You don't have to talk to me no more. You don't have to stay with me. Sind wir wieder. Und ich würde sagen, die vier Ballen, wegen denen wir extra nochmal hergefahren sind, sammeln wir jetzt gemeinsam ein. Und dann habe ich mir was überlegt. Deswegen habe ich die Presse auch mitten in unserem Hof abgestellt. Ich denke, zum Ende der Folge testen wir es jetzt nochmal. Ob wir eventuell das Gras bzw. Schnee, was auch immer das ist, vielleicht pressen können uns dann wieder Heuballen werden. Versuch ist es ja mal wert, bevor wir da nichts rauskriegen. So, hier sind wir fertig. Und das Feld wird als nächstes dann mit dem Tiefenlockerer bearbeitet. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, weil wir mit dem Heu eigentlich immer wieder Probleme haben. Dass wir da ein bisschen unabhängiger werden von dem Ganzen, habe ich mir eventuell überlegt, dass wir uns eine Heutrocknung aufstellen. Wozu wir aber auch erstmal das Geld brauchen. Punkt 1. Bauen wir uns nämlich den Wender und einen Arbeitsschritt und sind nicht wetterabhängig. Und sowas passiert uns nicht nochmal. Aber da könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr das auch so machen würdet, ob es eine gute Idee ist oder eher nicht so. Würde mich mal interessieren. Und hier beim Lager werdet ihr euch wahrscheinlich auch schon gefragt haben, warum ich hier immer rückwärts an die Seite hinfahre. Das Lager hat den B-Ladetrigger hier an der Seite und den Entladetrigger auf der Vorderseite. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Fällt mir zwar so ganz gut, wenn jetzt der Trigger natürlich noch vorne wäre. Wäre es natürlich super geil, aber so geht's auch. Das ist auch das erste Lager, das ich in der Form gesehen habe, wo alle Ballen reinpassen. Wo hier auch ins Projekt passt. So.
So, mit dem können wir eigentlich gleich nach vorne fahren. Den brauchen wir als nächstes beim Büro. Deswegen würde ich sagen, lassen wir den mal hier. Und fahren jetzt mal nach vorne. Hängen uns jetzt spaßeshalber mal die Presse an. Und schauen, was passiert, wenn wir hier über dieses weiße Schneezeug fahren. Ja, können. So, dann klappen wir das ganze Spiel gleich mal aus. Fahren da mal rein. Und schauen, was passiert. Absenken. Geht überhaupt irgendwas? Nee, er nimmt es einfach nicht an. Und zu guter Letzt sitzen wir jetzt natürlich auch wieder fest, oder? Das ist manchmal schon echt. Und Mäuse melken. Haben wir hier tatsächlich Schnee liegen. Komm, lass uns wieder raus, bitte. Danke. Wie gesagt, können wir nichts machen. Ist halt jetzt so. So. Dann geht's halt einfach hier weiter. Warum der Reha-Mod jetzt hier schlupft? Achso, warte mal. Die Sperre kommt mal weg. Also feucht ist es eigentlich ja mal nicht. Aber sehen wir schon. Würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende der Folge. Bin gespannt auf eure Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.